Trockenfleisch ist angesagt, proteinreich, fettarm und äußerst schmackhaft. Bis jetzt war für viele das amerikanische Beef Jerky der heilige Gral unter den Fleischsnacks. Das ändert sich aber gerade. Biltong heißt der neueste Trockenfleischtrend. Ob er das bessere und auch gesündere Beef Jerky ist, das erfahren Sie jetzt. Nach 2 Tagen Lieferzeit erhält Galileo-Reporter Matthias Fiedler sein Biltong-Probierpaket. Wie das US-amerikanische Beef Jerky besteht es vor allem aus getrocknetem Rindfleisch. Wir nehmen das Biltong unter die Lupe. Biltong oder Jerky? Welches Trockenfleisch ist das bessere? Außerdem, wie wird das Dörrfleisch, das ursprünglich aus Afrika kommt, eigentlich hergestellt? Und vor allem, wie schmeckt Biltong? Was sofort auffällt, das Beef Jerky, was wir kennen, das ist ein Industrieprodukt. Da ist einiges drin, die üblichen Verdächtigen. Bei diesem Homemade Biltong, nenne ich mal so, da sind eigentlich nur Gewürze drin. Laut Verpackung kommt das afrikanische Biltong tatsächlich ohne künstliche Zusatzstoffe aus. Anders als das Beef Jerky. Hier stecken bei vielen Marken Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und vor allem viel Zucker drin. Biltong ist also auf jeden Fall schon mal gesünder als Beef Jerky. Eigentlich isst man es mit der Hand. Aber bei Matthias' Online-Bestellung ist ein besonderes Tool dabei. Geil, eine Gartenschere ist dabei. Ja. Wahrscheinlich ist das Zeug so hart, dass man das nur mit einer Schere geschnitten kriegt. Ne? Meine eigene Biltong-Schere, ja genau. Gesünder ist es schon mal. Aber wie sieht es denn geschmacklich aus? Welches Trockenfleisch kommt besser an? Das Naturprodukt Biltong? Oder das mit Geschmacksverstärkern gewürzte Beef Jerky. Dafür machen wir einen Verkostungstest. Die meisten unserer Testesser haben Biltong noch nie probiert. Kann man das essen? Ja, klar. Sicher? Ja, sicher. Ich esse auch eins. Sicher? Du gibst mir eins, ich gebe dir eins. Okay. Ja, ist okay. Wie schmeckt es dir so vom Gefühl im Mund? Edel, edel. Könntest du sagen, was dir besser schmeckt? Das hier jetzt. Ja? Das eindeutig würziger. Ja? Mhm. Welches würdest du lieber snacken? Wahrscheinlich das hier. Das rote. Ja. Nicht besonders appetitlich. Ja. Aber manchmal sind ja die Sachen, die komisch aussehen, ne? Das schmeckt auch lecker, ja. Auf jeden Fall. Das ist besser, ja. Dann seid ihr ab jetzt die Biltong Boys. Genau. Ja. Ein klares Ergebnis. 80% der Passanten entscheiden sich für das afrikanische Trockenfleisch. Biltong kommt also besser an als das auf dem Markt bereits etablierte Beef Jerky. Wie entsteht das Trockenfleisch? Wir schauen bei einem Hersteller hinter die Kulissen. Und der sitzt nicht in Afrika, wo es erfunden wurde. Die Reise führt ins bayerische Allgäu. Dort lebt Bernd Rust, Deutschlands einziger Biltong-Hersteller. Steht's ja schon. Und der Name ist echt der Knaller. Bernds Biltong-Bude. Hey! Ja, hallo, Bernd, grüß dich. Tag. Matthias, ich bin der Bernd. Hallo. Das ist mein Sohn. Ich freue mich sehr. Das ist ja echt abgefahren. Hier mitten im Allgäu macht ihr afrikanisches Trockenfleisch, Leute. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Ja, ich bin gebürtiger Namibianer, bin damit groß geworden. Okay. Und bin seit 36 Jahren jetzt in Deutschland. Bernds Biltong-Business boomt. Eine Tonne Fleisch verarbeiten Vater und Sohn im Monat. Der nächste Meilenstein? Neben dem Online-Geschäft will das Team jetzt auch den Einzelhandel erobern. Um Biltong herzustellen, braucht Bernd hochwertiges Rindfleisch. Wir begleiten ihn zum Einkauf in den Großmarkt und lernen, lange nicht jedes Fleisch ist Biltong geeignet. Oh, Bernd, das ist nicht die Haushaltsgröße hier, ne? Nee, das ist für Gastronomen. Jungbulle Unterschale. Genau. Das ist die Rinderunterschale. Ja. Mit der Nudel dran. Der Nudel? Ja, Nudel nennt man das Stück da. Okay. Und das benutzen wir, weil da am wenigsten Sehnen und Fett drin ist. Ich sehe hier ziemlich viel Schweinefleisch auch. Könnte man daraus auch Biltong machen? Also wir verwenden kein Schweinefleisch, weil bei Schweinen ist die Gefahr, dass die Salmonellen sich ansetzen, weil das nicht gegart wird, das Fleisch, und weil wir keine Konservierungsstoffe verwenden. Also würde das beim Trocknen verderben. Schwein ist also ein No-Go für den Biltong-Hersteller, weil sich Salmonellen hier viel wohler fühlen als im Rindfleisch. Konservierungsstoffe könnten den Erreger abtöten. Aber auf die will Bernd unbedingt verzichten. So, man nehme 10 Kilo Rindfleisch. Aber das sieht noch nicht ganz nach Biltong aus, ne? Noch nicht, nein. Da musst du noch mal ran. Das werden wir jetzt zur Biltong verarbeiten.
Fleisch zuschneiden ist Aufgabe des Juniors. Der schneidet zuerst Fett und verbleibendes Sehnengewebe heraus. Der nächste Schritt? Der sogenannte Fächerschnitt. Denn aus dem Filetstück soll ein langes Band werden, das sich später gleichmäßig trocknen lässt. Ah, jetzt verstehe ich das. Woher kannst du das so gut? Bist du Metzger? Nein, ich bin Lokführer. aber ich mache das schon ziemlich lang mit meinem Vater, also seit wir das Geschäft haben oder seit er das Geschäft hat. Und habe natürlich die Jahre viel dazugelernt. Natürlich will auch Matthias seine Fähigkeiten im Fächerschnitt unter Beweis stellen. Sollte es ein Stück sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Ja. Tada! Da hängt es noch ein bisschen. Halt. Ah! Jetzt ist es nach. Wunderbar. Doch wie werden aus den langen Fleischbändern diese schmackhaften Biltong-Sticks? Klar, das Fleisch braucht ordentlich Würze. Der nächste Herstellungsschritt ist also Marinieren. Für Biltong-Papst Bernd ist das Chefsache und eine Wissenschaft für sich. Ich glaube, ein paar Sachen kenne ich. Vermuten mal, das ist Pfeffer, oder? Das ist schwarzer Pfeffer. Paprika. Paprikapulver. Salz. Ist das Knoblauch? Das ist Knoblauchpulver. Und das ist das Curry? Das ist Chakalaka, das ist so eine Gewürzmischung. Was ist das? Chakalaka. Boom, Chakalaka. Ja, genau, das ist eine Würzmischung, das ist so fruchtig mit Tomaten, Paprika, getrockneten. Was ist das und hier? Und das ist geschroteter Koriander. Und das ist Wasser? Und das, nein, das ist ein Essig. Essig? Essig, ein Essig kommt dran. Essig ist doch total sauer. Ja, das ist ja auch, um den pH zu senken, dann vergammelt es nicht. Ah, wie so eine natürliche Konservierung. Genau, genau. Und in Namibia wird das auch genommen, das hält die Fliegen ab. Ja. Gewürze rein und los geht's mit Kneten. Neben den Standardgewürzen experimentiert Bernd auch gerne mal mit ausgefallenen Geschmäckern. Zum Beispiel Schoko-Chili-Biltong zum Weihnachtsfest. Insgesamt hat Bernd 13 verschiedene Geschmacksrichtungen im Angebot. So, jetzt ist es fertig, gewürzt. Ja. Und jetzt können wir es in trocken rumhängen. Ah. Das ist also Little Namibia hier, ja? Genau. Und das ist der Raumentfeuchter und der entzieht der Luft die Feuchtigkeit und regelt dann selber später nachher dann, desto weniger Feuchtigkeit im Raum ist, desto höher wird die Temperatur. Und die Ventilatoren, die tun die Luft umwälzen, sodass dann immer eine Luftbewegung drin bleibt, dass das Fleisch nicht vergammeln kann. Was in Namibia die trockene Steppenluft erledigt, schafft Bernd im feuchten Deutschland in seinem vollautomatischen Trockenraum. Bei 30 Grad wird das Fleisch hier in den nächsten 3 Tagen allmählich seine Feuchtigkeit verlieren. Aber warum heizt Bernd eigentlich nicht stärker ein und beschleunigt so den Trockenprozess? Du machst es hier auch unnötig schwer. Du könntest das doch einfach bei 50 Grad in den Backofen packen. Fertig. Ja, aber dann haben wir nachher dann ein gegartes. Das schmeckt nachher dann nach Ofen gegart, weil alles, was über 40, 50 Grad ist, kriegt einen Garprozess. Und wir wollen ein typisches luftgetrocknetes Fleisch haben. So, jetzt das war's. Und genau, Licht aus. Und jetzt können wir in 3 Tagen wiederkommen und dann ist trocken. Dann ist fertig. Dann ist fertig. Genau. Um zum haltbaren Biltong zu reifen, muss das Fleisch 60% seiner Feuchtigkeit verlieren. Die Erfinder hatten es da um einiges leichter, denn sie ließen einfach die Natur für sich arbeiten. Das erste Biltong stellten der Legende nach niederländische Immigranten im südöstlichen Afrika her. Sie hängten ihr Fleisch, gewürzt und in Streifen geschnitten, in ihren Planwagen auf. Die heiße Steppenluft ließ das Wasser im Gewebe so verdunsten, dass es fast vollständig ausdörrte. So war es für mehrere Monate haltbar. Als Name für das praktische und nahrhafte Lebensmittel kombinierten sie übrigens 2 holländische Begriffe: Bil für die Keule und Tong für die Zunge. 3 Tage später. Matthias ist gespannt, was sich seither im Trockenraum getan hat. Ich habe extra nicht gefrühstückt. Ja, dann gehen wir in den Trockenraum. Yeah. Das sieht doch mal gut aus, so, ne? Da sind wir, ja. Ich habe den Geruch vermisst. Ja. Ja. Und das ist das, wo du jetzt dann auch probieren kannst. Sehr gerne. Und ich probiere auch, ob die Würzmischung stimmt. Ach, ich bin zuerst seit 3 Tagen Experte, aber ich würde sagen, das ist sehr gut geworden. Danke. Köstlich. Biltong ist echt ein abgefahrenes Produkt. Man muss schon gerne kauen, um das genießen zu können, aber dafür hat man was sehr Natürliches, völlig ohne Konservierungsstoffe. Also der Müsli-Riegel für den Fleischfresser.